Ja, hallo und Aloha und willkommen zum Audiokommentar zu diesem Kleinod der YouTuberei namens Zack McCracken. Ich sitze hier quasi fast live mit dem Kollegen Dennis. Sag mal Aber hallo. auch nur fast live. Hallo. Ah, also er sitzt ein bisschen weit weg von mir, aber wir machen das per Skype und schauen uns jetzt unser Video an und erzählen ein bisschen was dazu. Ganz genau. Und erstmal vielleicht können wir kurz drüber reden, wie der Running Gag zu Zack McCracken eigentlich entstanden ist. Weil es zieht sich ja jetzt doch schon einige Jahre durch unser beider Kanäle. Ich weiß nicht ganz genau, wie er entstanden ist. Er dürfte seinen Ursprung darin haben, dass ich dieses Video gemacht habe, 85 Adventures kurz reviewed, oder waren es nur 84? Ich glaube, Das 85 waren waren es. 85, ja. Du hattest dann 86 gemacht und da habe ich Zack McCracken schlecht bewertet, was du gar nicht fassen konntest. Ich habe das sogar eigentlich sogar noch ganz nett noch drunter geschrieben, dass, oh, das kann ich ja gar nicht verstehen. Das habe ich dann, später habe ich das gelassen, da war ich dann viel aggressiver dann, was das betrifft, Ja, richtig. diese falsche Meinung. Und ja, das eigentlich war es auch erstmal gar nicht mehr als das. Es war, fing halt an mit dem Video und dann war es ja so, dass wir am Ende des Loom-Videos, dort hattest du dann die Idee, komm, wir müssen noch ein bisschen was labern, damit dann die beiden Figürchen in die Ferne laufen können. Ja, genau. Und da habe ich einfach spontan tatsächlich gefragt, was du gegen Zack McCracken hast. Und da begann es dann eigentlich erst wirklich, wo wir dann gesagt haben, wir machen es ulkige Disco, also irgendwas mit Zack McCracken hier und da. Also daher kam auch dieses mit dem, man kann um die Welt reisen, was halt einfach so überhaupt kein Ganz Argument genau, ist. das hatte da seinen Ursprung. Aber es klingt halt so toll, aber es ist halt kein Argument für irgendwas. Und deswegen, ich zitiere das auch das einfach immer wieder gerne bei Zack McCracken. Ja, es gibt all diese Kritikpunkte, aber man kann um die Welt reisen. Es klingt einfach wie so ein typisches Verkaufsfeature, dass der Hersteller dann sagt, ja, das Spiel, egal wie gut es ist, man kann um die Welt reisen. Also was will man mehr? Hier kann man übrigens gerade sehen, wo wir gerade hier das sind, bei der den Globus, den hast du gefilmt. Das Mist, ich Ja. hätte da die Szene, wie du es, das kann ich vielleicht hinterher noch zeigen, wie die Szene ursprünglich aussah, bevor ich, sage ich mal, maskiert Genau. hatte, den Globus, weil den hat, das war eine tolle Konstruktion, die du gemacht hast. Ich sitze dahinter mit einem Akkuschrauber und den Akkuschrauber halte ich so an den Globus, dass der gleichmäßig dreht. Und es ist auch sehr schön gelungen. Also der Globus gefällt mir auch gut Ja, und war auch total. einfach ein netter Einstieg, finde ich, weil man kann ja um die Welt reisen und das muss man gleich so ein bisschen damit auch Eben. zeigen. Und auch das UFO gefällt mir sehr gut. Das ist ja auch wieder so eine Erinnerung an das Loom-Video, Genau, wo wir da auf dem Schwan geflogen sind. Nur genau. da war es andersrum. Ja, da saß du vorne und hast dich gefreut Ja. und ich war schlecht gelaunt. Jetzt haben wir es umgekehrt gemacht. Damals wurde das Bild von Lenchen93 gezeichnet. Diesmal war die Künstlerin Neko Kumagoro, die ich gebeten habe, das Bild zu malen, etwa in dem Stil, wie es damals war. Und ich denke, das ist wieder sehr hübsch geworden. Doch, gefällt mir total. Nico hat auch das Besenwesen gebastelt, was wir später sehen werden. Aber darüber reden wir, wenn wir dann erstmal dort sind. Wenn das Besenwesen kommt. Das hier ist jetzt zwar der Anfang des Videos, aber das haben wir ganz am Schluss gedreht. Ja, das ist halt, wir hatten an dem Tag auch gelegentlich, man hat es auch in den Outtakes gesehen, immer Probleme mit der Lampe, die immer mal wieder ausging, Ja. weil die hat irgendwie doch sehr die Akkus aufgefressen in sehr kurzer Zeit. Und das Problem ist, umso weniger Licht wir haben, umso schwieriger war es dann natürlich mit dem Ausleuchten. Und deswegen sieht man auch bei der Szene, man sieht es dann gerade später, wenn wir dann diesen Didelic-Joke machen, dort finde ich, flimmert es schon ganz arg um Ein uns wenig, herum. ja. Das ist die einzige, wirklich die einzige Szene, die mir von der Optik her nicht so gut gefällt, aber da ging noch nichts mehr. Also da hat man alle Akkus verbraucht und wir können den nicht dauernd nach 5 Minuten immer wieder den halbvollen Akku einlegen oder den nur ein bisschen angeladenen. Und Ja. da haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt mit weniger Licht. Das ist das Einzige, was schade ist, aber das Ding ist ja, dass die Programme inzwischen so gut sind, dass du damit auch viel ausgleichen kannst. Und es ist auch ein Unterschied zu dem Loom-Video. Bei dem Loom-Video war es ja so, dass wir da das in einem richtigen Studio gedreht haben, auf das ich Zugriff durch die Hochschule hatte. Diesmal haben wir es ja quasi, oh, hier sieht man ganz Hier sieht man übel. es ja, der Schatten. Ja, und da hatte ich ja Zugriff auf ein Studio von der Hochschule und da hatte ich quasi einfach bessere Bedingungen. Da hat man halt richtig viel und gutes Licht. Jetzt haben wir es halt bei mir privat gedreht und ich habe halt quasi eine Softbox und ein so ein Kopflicht, was du auf die Kamera steckst. Hinten sieht man übrigens Magneto, hat sich bereit erklärt, hier mitzumachen. Ich weiß nicht, mich hatte irgendwie einfach so die Idee, dass man die Golden Gate Bridge sieht und so eine kleine X-Men 3-Anspielung hier einbaut. Es passt auch perfekt zu dem, wie du dann noch sagst, man erlebt dann noch andere Dinge und in dem Moment fliegt die Brücke weg. Und ja, also die, die
Und ich finde sowieso, das Video ist von der Entstehung her so ein bisschen das umgekehrte Loom-Video. Weil beim Loom-Video, da hatten wir eine ganz, ganz kurze, sag ich mal, Schreibphase, quasi Ja, einen richtig. Tag. Das war ja so sehr spontan. Du warst ja zu mir, du bist ja nach Karlsruhe gekommen, weil wir haben ja eigentlich was anderes gedreht. Das ging ja aber eigentlich ursprünglich um den RPG-Maker. Ja, Und da ganz hattest du genau. dann spontan gesagt, lass uns doch noch was zu Loom machen. Und dann hast du quasi in der Nacht- und Nebel-Aktion dieses Loom-Skript geschrieben. Ich habe nochmal drüber geguckt und dann haben wir es halt gedreht. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie einen Monat gebraucht, um das zu schneiden und alles zu machen. Und hier war es quasi umgekehrt. Die haben wir uns etwa einen Monat Schreibphase gegönnt. Also wir haben Anfang Februar damit angefangen, glaube ich, das zu So um den schreiben. Dreh, das ging sehr lang, ja. Und Ende Februar, du bist Ende Februar bei mir zu Besuch gewesen, da haben wir es dann gedreht und dann war aber der Schnitt bei mir relativ zügig. Also ich glaube, in 1,5 Wochen habe ich dann das Video geschnitten. Richtig. Und das liegt aber auch erstens daran, dass ich inzwischen ein bisschen fähiger mit dem Programm bin und zweitens, weil die Programme auch in den 5 Jahren deutlich mächtiger geworden sind. Also gerade was dieses Keying angeht, das ist so viel komfortabler, wenn du da ein paar Kniffe kennst. Es ist halt sehr fix gemacht. Das, was am längsten dauert, ist hier quasi diese Komposition dann machen. Also das quasi alles in etwa einigermaßen perspektivisch an der richtigen Stelle ist und hier Sachen freistellen und solche Geschichten. Aber ansonsten war die Produktion an sich dann hinterher relativ simpel. Aber wir haben uns dafür viel mehr Zeit beim Skript gelassen, was ich auch für eine gute Sache halte. Doch ja, aber hier hat man jetzt gerade auch sowas gesehen, was dann die kleinen Details sind, dass bei der Nahaufnahme die Ziegelmauer nicht hat, ein tatsächliches Foto von der Ziegelmauer ist beispielsweise. Und das sind dann ja schon die Dinge, über die kann man dann gehen nach dem Schnitt, dass man dann entscheidet, okay, was baue ich jetzt hier noch ein, was baue ich noch da ein. Ja, ich habe halt gemerkt, gerade hier bei der Nahaufnahme von dem Gefängnis, dass wir da, dass wenn ich dann dort das Originalmaterial zu sehr hochskaliere, das ist dann einfach, das tut dem Spiel dann nicht mehr so gut. Und was ich da gemacht habe, das war übrigens die Original-Ziegelmauer aus der ABC-Serie. Da habe ich ja die Titelbilder mal auf auf so eine Backsteinmauer gelegt. Und dort habe ich einfach quasi den Rotkanal ein bisschen hochgedreht und dann sah es so ein bisschen aus wie der Rotton von dem Gefängnis in Zack McCracken und habe das dahinter gelegt. Ja. Ist das dann vielleicht eine kleine Anspielung darauf, dass das Zack McCracken Review ursprünglich für Teil Z deiner ABC-Review, deiner ABC-Serie Ah, gedacht das war? stand eigentlich nie lange zur Debatte. Also Zack McCracken hatte ich, vielleicht, ich hatte ganz am Anfang, als ich über die ABC-Serie mal nachgedacht habe, war, glaube ich, Zack McCracken auch in der engeren Auswahl für Z. Dann entwickelte sich aber dieser Running Gag zwischen uns und dann dachte ich mir, nee, also wenn ich mal irgendwas über Zack McCracken mache, dann wird das ein Teamvideo mit Wenn uns dann beiden richtig. und passt dann nicht mehr so richtig in die ABC-Serie. Genau. Und deswegen, aber hier, das war auch so eine kleine, weil hier fand ich die Szene, die dauert halt wirklich lange mitunter und da braucht ihr noch ein bisschen Kleinkram, der hier passiert. Deswegen sieht man hier auch nochmal die Poster oder beziehungsweise die Boxen von Manic Mansion und Zack McCracken. Also aber für so Zack McCracken-Fans wie mich, die eigentlich nur die DOS-Variante kennen, ist das schon mal interessant, weil die FM Towns-Version kannte ich vorher nicht. Die habe ich erst durch dich erstmals gesehen und finde, naja, eigentlich kann ich es gar nicht verstehen, wieso da jetzt noch nicht so ein Ableger davon als eine Art Super VGA-Version erschienen ist. Irgendwo auf GOG oder Na, was die Ähnlichem. Version, die gibt es ja hier auf GOG, daher kenne ich die ja. Diese Ach so, stimmt ja. die FM Stimmt Towns ja. Version, du kriegst, wenn du auf Zack McCracken auf GOG kaufst, dann kriegst du dort ich glaube, da kriegst du die FM Towns Version. Ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt die DOS-Version bekommst. Ach, stimmt ja, für einen schmalen Taler übrigens. Ja, genau. Also es ist relativ preiswert. Und was ich da auch ja gesagt habe, und das hat mich wirklich überrascht, ist, wie gut der Deutsch-Patch ist dafür. Das ist auch so ein Fan-Patch. Aber die haben sich sogar die Mühe gemacht und nicht nur die Texte, also die man unten so sieht, übersetzt oder die Dialoge, sondern auch, hallo Däniken. Und Ja. das ist auch so für mich ein kleiner Gruß an Juckpulver. Über den reden wir auch gleich nochmal. Bevor ich war noch nicht, das ist auch noch für mich eine Stelle, das war für mich von Anfang an klar, ich möchte gerne die Montezuma-Anspielung drin haben. Weil ich weiß nicht, ob du das so lustig findest wie ich, aber ich finde, das ist so mit einer der lustigsten Stellen in deinen Videos, wenn der alte Mann in der Yucatan-Review über Montezuma erzählt. Es ist unfreiwillig lustig, weil man versteht ihn einfach nicht. Es ist ja so ein Montezuma. Und ich kann da wirklich den Namen Montezuma nicht mehr hören, ohne an dieses Zitat zu Nein. denken. Was weiß ich von Montezuma? Und Montezuma. nachdem du dann das erzählt hattest mit dieser Pyramide, hatte ich sofort das Bild im Kopf, okay, das bauen wir, das machen wir mit dieser Montezuma-Anspielung. Und das ist auch eine Sache, die verstehen, glaube ich, auch nur Leute, die wirklich langfristig unsere Videos kennen, Ja. unser beider Videos, weil wer deine Videos nicht kennt und speziell die Yucatan-Review, der weiß nicht, was es mit dieser Montezuma-Stelle gerade auf sich hatte. Das ist Da hier quasi auch für die unsere Auf. Zuschauer der Ja, Treuebonus. das ist hier quasi die Aufforderung, auch nochmal die ganzen verschiedenen alten Videos von uns zu gucken, wenn man mal so einen Nachmittag frei hat oder so. Ja. Und wo war ich?
Ach ja, bei der FM Towns Version und dort der Deutsch-Patch, die haben dort auch wirklich alles, was so quasi auch auf Grafiken steht, also zum Beispiel auf Schildern und so weiter, haben sie auf Deutsch übersetzt oder auf Englisch oder nee, war schon auf Deutsch übersetzt. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, deswegen, das kann ich sehr empfehlen. Ich bin ja, kenne vor allem die Amiga-Version, das ist auch die, mit die, wir man, die man am Anfang des Videos sieht, bis wir quasi im Raubkopierer-Knast sind. Und auch der Raubkopierer-Knast ist eine Sache, die ich unbedingt eingebaut haben wollte in dem Video, weil ich fand, das war so eine. Das war einer für mich so der einprägsamsten Momente in Zack McCracken, wo ich dachte, oh, das ist ja auch mal eine Art und Weise, mit Raubkopierern umzugehen, dass du quasi in einem Piratengefängnis landest, wo dir dann der Wärter wirklich einen Vortrag darüber hält, dass du Originale kaufen sollst, um das Studio zu unterstützen, gefälligst. Ja, ganz genau. Ich hatte die in der DOS-Version nie den Kopierschutz aktiviert. Es lag so ein Zettel dabei, wo diese ganzen Kopierschutzkombinationen drauf waren, aber komischerweise kannte ich den auch nicht. Das heißt, den Raubkopierknast kenne ich auch nur aus diesem Video. Also für mich war das halt, also ich habe Zack McCracken damals auf dem Amiga tatsächlich auch nur auf einer Kopie gefunden, ohne alles drumherum. Und deswegen bin ich auch als Kind nie besonders weit bei Zack McCracken gekommen. Immer im Raubkopierknast Ja, gelandet. genau, quasi, weil ich dann nicht wusste, wie ich danach, also man konnte nach Seattle fliegen und nach Miami, aber dann in alle anderen Orte nicht mehr. Also die ersten zwei Ziele kannst du anfliegen, aber danach Ja. ist dann vorbei. Ja, das wurde auch angezeigt in meiner DOS-Version, dass er dann gesagt hat, und du kannst da jetzt nur hinfliegen, da ist eine zusätzliche Abfrage notwendig, aber dann lief es trotzdem immer. Ich verstehe es nicht ganz, aber na gut. Was wir jetzt hier im Hintergrund hören, die Musik ist übrigens vom Juckpulver komponiert. Das war auch so eine Sache, die mir schon relativ früh klar wurde, dass ich dachte, das Video wird recht still werden, wenn wir nur Musik aus Zack McCracken verwenden. Weil so viel Musik hat Zack McCracken nicht, gerade die Amiga- und DOS-Version. Die FM Towns-Version hat ein bisschen mehr Musik und mehr Geräusche, das habe ich ja auch erzählt da. Aber im Allgemeinen hat Zack McCracken eigentlich nur das Hauptthema, das Flughafenthema und dann, wenn man das erste Mal auf dem Mars ist. Und da habe ich dann Juckpulver gefragt, ob er da, weil das Ding ist, er kennt das Spiel auch überhaupt nicht. Ich habe ihm einfach nur ganz grob beschrieben, ja, es geht so um Außerirdische, die die Menschheit verdummen und Pyramiden auf dem Mars und so ein Kram. Und da war er gleich Feuer und Flamme, weil er ist ja auch großer Verehrer von Erich von Däniken. Zu Und Recht. deswegen, da war er dann auch gleich dabei und hat dann auch wirklich blindlings, sage ich mal, diese Stücke komponiert, die dann auch wirklich sehr gut gepasst haben. Ja, die Also. passen auch gut zu den anderen Stücken, die es von Zack McCracken gibt. Ich war total fasziniert und erstaunt. Ja, wie gut das einfach auch zusammengepasst hat am Ende. Ja. Man hätte wirklich denken können, das ist aus dem Spielsoundtrack sozusagen. Also da nochmal der Aufruf, er hat ja jetzt alle Stücke aus dem Video auf seinem Kanal hochgeladen, bei Juckpulver. Ich glaube, da ist auch ein Link in der Beschreibung mit Ja. Sicherheit. Geht da alle auch nochmal hin Und hört euch die und lobt Stücke ihn an, dafür. genau. Wir haben eigentlich nur an ein Stück nochmal ein bisschen bearbeitet. Das haben wir dann gleich in der Höhle. Da hast du dann nochmal ein bisschen was an einem der Lieder gemacht. Nach mehr oder weniger. Hier sehen wir jetzt noch Nicht das hingesehen. Besenwesen, wo wir es gerade auf dem Bildschirm haben. Das war ein bisschen blöd gelaufen ursprünglich, weil also mir war von Anfang an klar, ich wollte gerne ein richtiges physisches Besenwesen im Video haben, weil ein Reisigbesen kann man halt schon mal besorgen und dann da so Wackelaugen draufkleben. Das finde ich schön, als wenn man wirklich alles nur mit Grafiken löst und das, weil man es auch mal echt im Video hat. Dann war ich aber dummerweise, und wo ich näher haben wollte, ist, wir haben auf Arbeit viele Requisiten, unter anderem auch so einen richtigen Hexenbesen, so einen richtig klassischen Reisigbesen. Den wollte ich mir halt übers Wochenende mitnehmen. Nun wurde ich aber vor dem Wochenende, an dem du dann zu mir kamst, krank die ganze Woche. War nicht auf Arbeit und hatte diesen blöden Besen dann nicht. Dann musste ich die gute Neko losschicken, ob die nicht einfach in der Gegend hier mal Sachen besorgen könnte, mit denen man einen Besen bauen kann. Beziehungsweise sie hatte dann die Idee, sie ist dann irgendwie in einen Bastelladen gegangen. Und was sie da mitgebracht hat, war quasi so ein künstliches Gebüsch Oh ja. und zwei so Art Bambusstangen. Und da haben wir die Bambusstangen zusammengeklebt, das Gebüsch braun angemalt, da Wackelaugen draufgeklebt und dann diesen Besen versucht, da drauf zu ploppen irgendwie auf diese Stangen. Das war ein Riesenaufwand und ein Riesengebastel und zwar sehr nervig. Ja, und es war relativ instabil, Ja. sodass immer dieser Besenkopf von der Stange runtergefallen ist. Und wir haben dann noch zwischendurch, das hat so eine Dreiviertelstunde gedauert, haben wir einfach versucht, irgendwas da rein zu nageln, rein zu bohren. Wobei sich aber herausgestellt hat, dass diese Grundlage von der Korpus, glaube ich, aus Beton war. Ja, Also genau. wir haben nichts da reingeschrauben können und haben es dann am Ende mit viel Kleben lösen müssen. Ja, man sieht es dann, wenn das Besenwesen zur Seite gedreht ist, sieht man dann Ja. das Paketklebeband. Die kleinen Besenwesen, die man hier sieht, das sind wirklich aus dem Bastelladen so Mini-Besen gewesen. Oh, ist das nicht gereimt? Besen Ja, gewesen. genau. Und also die sind wirklich nur so groß wie ein Daumen. Und da habe ich dann so Mini-Wackelaugen draufgeklebt und die dann halt ein bisschen vom Greenscreen hin und her gewackelt.
Die ließen sich nicht ganz so einfach freistellen. Man sieht es, ist nicht ganz sauber, aber ansonsten mag ich das aber auch. Diese haben auch nochmal was. So Doch, hätte ja. auch das ursprüngliche Besenwesen etwa aussehen sollen. Aber ich bin insgesamt bin ich doch sehr zufrieden dann, wie das, dass wir dann zumindest, dass wir nicht nur wir die einzigen, sag ich mal, echten Dinge in diesem Video sind, sondern dass wir noch ein bisschen Requisite benutzt haben. Und natürlich auch hier die Nasenbrille, die gab es irgendwie auch irgendwie beim, irgendwie so in so einem 1-Euro-Schrabbelladen Also für einen. Ja, Faschingsverkauf. genau. Die habe ich gesehen und dachte, die brauche ich, die will ich, die habe ich schon eine ganze Weile und dachte, irgendwann mache ich mal was zu Zack McCracken und dann brauche ich diese Brille. Und die Krawatte, die ich in dem Fall trage, diese rote, die habe ich eigentlich immer nur getragen im Zusammenhang damit, dass ich mich als Zack McCracken kostümiere. Also ich trage öfters mal Krawatte für Arbeit und so, aber diese rote nie. Das ist tatsächlich meine exklusive Zack McCracken-Krawatte. Dein echtes, das Ding ist, du siehst ja Zack auch ein bisschen sogar ähnlich. Und ich fand das toll, als du diese eine Hör Szene auf. gemacht hast mit, ich muss auch so grinsen wie Zack, bei der eine Nahaufnahme, auf die sind wir jetzt gar nicht zu sprechen gekommen. Dieses Aber schiefe Grinsen, ja, ja. genau. Und du hast dieses Grinsen so perfekt nachgemacht, wie er immer dasteht. Also deswegen, du bist da wirklich dann, also wenn sie mal einen Zack McCracken-Film machen, dann solltest du dich darauf bewerben, Och, auf die bitte Rolle. nicht. Ja, doch. Das hält die Menschheit nicht aus. Aber dann mit Schuhen. Ich weiß nicht, wir waren ja am Anfang in der Wohnung und da hat man ja üblicherweise keine Schuhe an, dann sind wir direkt ins Spiel. Also rein von der Logik her ist es schon richtig, dass wir keine Schuhe anhaben, möchte ich nur mal dazu sagen. Das ist ja übrigens deine Idee, dieser kleine Loom-Einschub hier. Da hast du mir das auch nur so grob erklärt. Ich wusste nicht, was du da vorhast da an der Stelle und war dann sehr zufrieden. Ja, es geht ja um die Frage, wie kommen wir aus dem Spiel wieder raus? Und ich dachte mir, es könnte ja sein, dass ich mich dann unter dem Druck dieser Geist-Zermatschmaschine an irgendwas erinnere, was helfen kann. Und am ehesten wäre es eben eine Melodie aus Loom, weil Loom ist ja sozusagen das gegenteilige Zack McCracken, das Spiel, das ich mag, das du nicht so magst, das wir aber auch schon mal reviewed hatten. Und da kam ich auf diese Angstmelodie, dass man mit dieser Angstmelodie dann, keine Ahnung, Angst erzeugen oder Angst wegfegen kann. Und wir so wieder aus dem Spiel rauskommen. So Jetzt haben wir jetzt. das Ende erklärt. Oh Gott. Ah nein, aber okay, dafür ist ja da so ein Audiokommentar. Hier noch Oh. ein echter, das ist keine Grafik, ist ein echter Amiga. Sehr hübsch, Ja. sehr hübsches Gerät. Hier auch die Originalküche. Und was wir jetzt gleich sehen, wenn die Tür aufgeht, auch das Bild, was Michael Roos mal für mich gemalt hat, Gustav, die Wespe hängt im Hintergrund. Da Ja. hängen eigentlich an der Stelle, hängen da irgendwie private Fotos und sowas. Und dachte, das muss man jetzt nicht unbedingt im Video haben, wir hängen was Nee. anderes hin. Und da dachte ich, Gustav passt da perfekt hin. Wenn nicht Gustav wäre, dann gab es eigentlich kein Outtake, wie ich diese Diskette hinter mich werfe, weil wir hatten da, das war tatsächlich eine Original Zack McCracken DOS-Diskette, die der Parappa mir mal zu Weihnachten geschenkt hat. Und da wollte ich vorsichtig mit umgehen, aber trotzdem war es einfach schön, so diese Diskette einfach so wortlos, geistlos rauszunehmen und hinter sich zu werfen. Und deswegen hat man eine Decke liegen. Aber ich habe in den vielen Versuchen, die wir gemacht haben, mehrfach daneben getroffen. Dann hat es immer so schön geklappert im Hintergrund. Ja, da gab es einfach kein Vernünftiges da Nee, an der okay. Stelle. Ich habe auch gemerkt, wir hätten auch zum Beispiel bei Szenen. Ich starte das Video gerade mal von vorne. Okay, mache ich das doch auch. Aber da mit ein bisschen was düdelt im Hintergrund. Und die. Ich bin jetzt gerade weg. Nee, genau, was ich mir aufgefallen ist, dass wir bei vielen Szenen, die wir quasi einzeln gedreht haben, wir haben ja quasi jede Szene, in der man uns sieht, müssten wir dreimal aufnehmen. Einmal die totale, wo wir beide komplett drauf zu sehen sind. Und dann haben wir uns quasi jeder nochmal in der Nahaufnahme gedreht und die Gespräche halt nochmal so solo geführt. Und da hatte ich immer so ein bisschen das Problem, dass wir nie lang genug gewartet haben, um sozusagen Pausen für den anderen zu lassen, um den da wieder einzufügen. Ah. Also wenn ich zum Beispiel unsere beiden Aufnahmen gleichzeitig ein Bild hätte haben wollen. Das war manchmal ein bisschen tricky, aber insgesamt, ich bin froh, dass wir so viel Material hatten. Der Drehtag, der war auch wirklich, also ich war am Ende auch echt gut fertig danach. Ich auch. Also du bist ja früh am Morgen, es war glaube ich ein Sonntag. Es war sonntags und ich bin 6 Uhr irgendwas bei mir losgeflogen. War, glaube ich, um 10:30 oder so bei dir. Genau, dann haben wir noch Käffchen getrunken und um 11 ging dann der Dreh los. Und wir haben dann wirklich relativ knallhart bis 21 Uhr abends durchgezogen und haben nur gefilmt. Zwischendurch Jo. mal eine kleine Essenspause gemacht und einmal eine kleine Bastelpause mit dem Besenwesen. Aber Ja, ansonsten war das wirklich richtig. halt 10 Stunden Drehtag und das war schon ordentlich. Also ich habe mir noch irgendwo in Berlin einen Döner geholt und dann selig geschlafen. Und das war dann der Tag. Ja, und dann hat man natürlich immer so Kleinigkeiten wie dieses Licht, dann natürlich auch meine Ja, Bodendielen, meine richtig. sehr lauten. So, das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel bei Loom konnten wir zumindest die Füße heben. Das ist echt so, das ist ein bisschen das Problem. Bei Loom konnte man die Füße nicht zeigen, weil dort der Stoff, der Hintergrund, nicht bis über den Boden gereicht hat. Da musste man quasi immer an den Füßen abschneiden.
Hier haben wir jetzt einen Stoff, wo wir quasi komplett draufstehen konnten, aber weil meine Bodendielen so laut sind, konntest du die Füße nicht heben, ohne dass es gleich laut wurde. Deswegen, wer auch immer sich über die Laufanimation lustig macht, mach's besser. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Ich mag auch diese kleine Montage hier. Wir mussten mal ein paar Sachen, ist ja zum Glück nicht aufgefallen, ein paar Stellen nachsynchronisieren, weil ja in den Originalvideos immer Musik läuft. Und einfach damit das dann quasi nicht mit der Zack McCracken-Melodie kollidiert. Ja, ganz genau. Das Bild, das liebe ich auch total. Es sind schöne Bilder geworden, ja. Mir ist dann auch später erst aufgefallen, dass es ein Zack McCracken ist, ja auch eigentlich gar nicht ein Baguette. Ist ja eigentlich ein Brotlaib, aber ich finde, mit dem Baguette kommt das einfach besser. Es müsste eigentlich aber schon ein Baguette sein. Das ist doch so ein französischer Bäcker. Ja, das Was schon. backen die denn anderes? Ja, aber ich meine, das sieht trotzdem aus wie so ein klassisches Brot eigentlich. Ja. Aber ich finde, das mit dem Baguette hat trotzdem gut funktioniert. Das war auch so eine Sache, dass ich halt, ich glaube, da hatten wir uns einfach mal so, als wir uns einfach mal so persönlich privat über Zack McCracken unterhalten haben und ich dir dann erzählt habe, dass ich das Eichhörnchen immer totgeschlagen habe mit dem Brot und du das die Erdnüsse gegeben hast und das war wirklich so, ach Moment, man kann das auch anders lösen. Also, Ja. das fand ich zum Beispiel dann auch ein schönes Pro-Argument, das erzähle ich ja dann auch an der Stelle für Zack McCracken, auch wenn ich es ein bisschen überspitzt formuliere. Aber das sind ja so Sachen, die ich dann irgendwie sehr mag, irgendwie, dass man das Das tatsächlich. stimmt aber schon. Gerade auch so Sachen aufkratzen oder umstoßen, das konnte man immer wieder mit verschiedenen Sachen machen. Das ist ja schon auch, ich gebe ja zu, es ist nicht schlecht. Also das Ding ist, ich konnte auch viele deiner Punkte dann nachvollziehen, weil wir haben, während wir das Skript geschrieben haben, also erstmal die Skriptphase, wie so im Wesentlichen ablief, war ja. Ich habe einfach mal so ein Google Docs Dokument gemacht. Ich habe gesagt, das hier ist unser Zack McCracken Skript und wir schreiben einfach rein, was wir so für Ideen haben und was Ja, wir so für genau. Eindrücke haben. Und dann haben wir das dann später sozusagen in bestimmte Teile geclustert und daraus dann Szenen entwickelt. Und einen Abend haben wir so gemacht, ey, wir sollten mal ein bisschen brainstormen, um ein bisschen voranzukommen mit unserem Zack McCracken Projekt. Haben wir geskypt und ich habe dann einfach Zack McCracken gespielt, habe eine Skype-Übertragung gemacht, sodass Dennis zugucken konnte und haben dabei einfach ein bisschen Zack McCracken gespielt und uns notiert, was uns so dabei auffällt, was wir so für Ideen haben. Und dadurch, das war wirklich auch, finde ich, einer der produktivsten Abende dabei für dieses Video, weil einfach da sind einfach sehr, sehr viele Ideen entstanden, die es letztlich auch dann ins Video geschafft haben. Und Ja, genau. Ich glaube, 1:1 dieser Dialog mit der Pyramide, dass ich zu dir gesagt habe, wo du an der Pyramide warst, das ist übrigens keine ja, Aztekenpyramide, wie es in Mexico City wäre, sondern das ist eine Maya, blablabla. genau. Daher kam das zum Beispiel. Und Auch, dass wir Slowik immer eingebaut haben, das ist einfach nur so ein, ja, so ein Vulgärfluch, den die Aliens ja, benutzen. genau. Also die Aliens, wenn man die sieht und wenn die sich über irgendwas ärgern, sagen sie immer Slorfig. Und deswegen haben wir das dann quasi auch benutzt. Aber sind nicht weiter darauf eingegangen. Das ist einfach etwas, was wir auch verwenden und das war's. Ganz genau. Doch, das war schon produktiv, dass wir da nochmal drüber gegangen sind. Und da habe ich auch gemerkt, an wie viel ich mich noch erinnern kann. Dass ich also so das Walkthrough, obwohl ich das Spiel nicht sonderlich mag, aber immer noch im Kopf behalten habe. Abgespeichert und da wirst du eines Tages vielleicht noch brauchen. Und diese Übertragung endete dann tatsächlich und live und ernsthaft damit, dass mir das Geld ausging beim Spielen. Und dass dann das Spiel vorbei war. Das war so. Ich habe dann so, das kam so richtig bei Dennis, der Triumph durch Skype hat er dann gesagt. Ich erinnere mich an den Wortlaut. Ich stehe an diesem Automaten im Spiel, will ein Flugticket kaufen. Es wird angezeigt, Kontostand, also Geld ist alle oder sowas. Und dann auf einmal kommt von Dennis so die Frage: Sag mir, wie fühlst du dich gerade? Ja, fühlt sich schon schlecht an, oder? Aber mir ist dann aufgefallen, ich habe es dann noch ein, zwei Mal gespielt, eben um mehr Szenen aufzunehmen. Das Ding ist, wenn du den Lösungsweg kennst, bist du relativ schnell wieder da, wo du vorher warst. Es ist eigentlich gar nicht so Ja. ärgerlich, weil wenn du einmal weißt, was du machen musst, geht's zügig. Aber mir ist schon aufgefallen, das Spiel ist schon echt schwierig dadurch, weil im Wesentlichen, du Total, kannst ja. es nur dadurch lösen, dass du eben das quasi häufig mit Trial and Error spielst. Du musst quasi einfach erstmal, du darfst gar nicht erst den Anspruch haben, es auf einmal zu lösen beim ersten Mal, sondern dass du erstmal überall möglichst hingeflogen bist, dass du dir dann irgendwie auf einen Zettel aufschreibst, was dort für Dinge sind, mit denen du interagieren kannst, und dir dann eine Reihenfolge überlegen, in welche Länder du fliegst, damit dir das Geld nicht ausgeht. Also erst aufschreiben und dann peu à peu optimieren, Ja, genau. sozusagen. So musst du dich Und jetzt quasi kommt, glaube ich, durcharbeiten. gleich auch eine Improvisation, die wir gemacht haben. Wir haben irgendwas gebraucht, was uns in die FM Towns Version Ja. überführt. Und du hattest halt dieses komische Kuhgeräuschdose rumliegen. Ich hatte die Kuhdose, ich weiß gar nicht, warum ich die überhaupt habe. Ich habe sie auch schon mal in einem anderen Video verwendet, in der ABC-Serie bei Y. Ist es quasi mein Yeti-Geräusch für Yeti-Sports. Und ich weiß, ich. ich
Ich weiß gar nicht, was die ursprüngliche Version war, Idee war, wie wir da quasi in die FM-Towns-Version kommen. Ich wusste nur, wir sollten dort den Wechsel machen, weil das eine gute Stelle ist, wo man sagen kann, ein Unterschied vom Original zur FM-Towns-Version ist halt, dass es diesen Raubkopierknast, also diesen Kopierschutz gibt es halt nicht in der FM-Towns-Version. Deswegen gibt es auch den Raubkopierknast dort nicht. Und dieses schöne Bild. Das mit Annie war auch so ein spontanes Ding, weil ich fand Annie sah gar nicht so schlimm aus in der Version und du fandest die gleich so gruselig. Ich fand Ich halt konnte es überhaupt Zack, nicht ich fassen. fand Zack sieht halt furchtbar Gestarrt. aus. Und ja, und dann brauchten wir irgendwie einen Weg, um zurück, um in die FM-Towns-Version zu kommen. Und dann war es irgendwie so, ach, wir nehmen diese Kuhdose und keine Ahnung. Und das ist dann das Yak in Kathmandu. Und dann sind wir in Kathmandu. Ja, die Idee war, dass im Skript stand, dass du mit dem Finger schnippst und dann sind wir in der FM-Towns-Version und dann haben wir irgendwie gesagt, Fingerschnipsen ist so ein bisschen Oh ja, abgedroschen, genau. ob wir da nicht irgendwas Besseres anderes finden. Und dann haben wir ja mehr oder weniger nur bei dir in deinem YouTube-Zimmer eigentlich mal untersucht, was haben wir, irgendeinen Amiga-Joystick oder sowas. Und das wäre auch ein bisschen abgedroschen und das mit der Kuhdose, das hattest du, glaube ich, eher als Gag gemeint. Ja. Also die mir gezeigt hast, wir könnten ja die benutzen. Ich fand es aber total genial. Und dann haben wir es einfach eingebaut. Das ist das Schöne, wenn man sich diese Richtig. Freiheiten lassen kann. Auch die, Ja. wenn auch das, dieses kleine, wenn wir dann jetzt gleich im Tempel sind und du spielst am Ende die Lu-Melodie, dass ich dir dann noch mal ein bisschen nachsinge. Ja, das war auch nicht Ja, das geplant. habe ich einfach nur so aus Joke gemacht, aber dann beim Schnitt habe ich gemerkt, irgendwie passt das so schön. Ich lasse es einfach ein bisschen länger, die Szene, und dann ist es halt mit drin. Und Ja. das funktioniert auch deshalb so gut, weil wir diese Melodie ja auch einfach schon so häufig verwendet haben. Ja, nicht nur im Loom-Video. Ich glaube, bei Cool Spot kommt es ja nochmal vor. Und bei Chaos Engine, wenn ich mich nicht täusche. Bei Cool Spot weiß ich gar nicht genau, ob ich mich da nicht einfach irgendwie auch mit dem Fingerschnippen oder sowas weggezaubert Ich habe. glaube aber, Also bei bist diesem du. Chaos Engine, da bin ich mit der App gekommen. Aber ich glaube, bei Cool Spot bist du nicht ganz am Anfang, wo du dann mit der Zahnbürste und dem Bademantel bei mir erscheinst. Ich dächte, das wäre auch mit der Loom-Melodie gewesen, aber das. Na, das war Fluffy. Da wurde ich von Fluffy herbeigezaubert. Aber war das nicht auch mit der Loom-Melodie? Ist auch eigentlich nicht so wichtig, Das weiß ich nicht mehr. aber ja, ich meine, So, jedenfalls ist es Laufanimation. halt, jedenfalls ist es, ja, deswegen ist hier am Anfang auch so ein bisschen Krempel. Die beiden, dieser Topf und dieses gelbe links unten war, das war aus einem Super Nintendo-Spiel. Das sieht halt echt so albern aus, Ja. aber wir durften die Füße nicht wirklich bewegen, weil sonst die Dielen geknarzt Ja. hätten. Und das ist jetzt einfach aus verschiedenen Spielen. Also, das eine war aus einem Super Nintendo-Spiel namens, ach, habe ich vergessen, nicht, Nightmare Busters oder sowas heißt das. Hier Indy, natürlich ist Indiana Jones, der tote Stern hat, der da rumliegt. Da bin ich jetzt stehen geblieben, du läufst weiter und gleich laufe ich aber trotzdem wieder direkt hinter dir. Na, wobei ich Das habe extra ein war. bisschen Abstand jetzt eingebaut. Also, Ah, ursprünglich bist so. du mir da deutlich näher. Auch hier, da stehen wir Okay. eigentlich direkt nebeneinander und hier habe ich quasi die Szene ein bisschen aufgeteilt, dass wir hier weiter auseinanderstehen, weil ich glaube, was da war bei dieser Nahaufnahme, hattest du dann aufgehört, die Beine zu bewegen, sodass es dann halt doof aussah, wenn der Hintergrund weitergelaufen wäre. Und deswegen musste ich quasi irgendwie was finden, warum, dass du da stehen bleibst und erst später dann wieder ansetzt zu laufen. Okay, verstehe. Ach, und der Mars. Den Mars finde ich aber trotzdem sehr hübsch. Und der Himmel hier erinnert mich immer ein bisschen an Loom. Weiß aber nicht, ist der Abendhimmel am Mars nicht grün? Ich weiß es nicht. Das ist ein komplett gebautes Bild. Das kommt im Spiel so übrigens nicht vor. Auch das Tentakel nicht. Nein, nicht. Aber ja, der Sag Mars, ich bloß. habe mich quasi einfach verschiedene Assets vom Mars einfach benutzt und daraus ein eigenes Bild gebaut, weil ich fand, es gibt einfach so viele schöne kleine Dinge auf dem Mars, aber die sind halt nie in einem Bild zusammen. Halt wie diese Baracke hier, die Marsbahn, dann diese Statue, die Pyramide. Ich wollte das gerne irgendwie alles auf einen Blick haben, weil ich finde, der Mars ist so eines der Highlights im Spiel, so optisch. Leider eines der Lowlights im Spiel, so rein Gameplay-mäßig, weil du halt plötzlich hier diese zwei anderen Figuren bekommst, hier Melissa und Leslie. Melissa, genau, das ist halt die beiden Figuren, die wirklich null Persönlichkeit haben. Nicht so wie Jeanette Biedermann. Ich will nur mal darauf hinweisen, in den Outtakes gibt es deinen Tanz vor Greenscreen. Ja. Also wer irgendwie Interesse hat, dich mal irgendwo einzubauen, eure Chance ist hiermit gekommen. Eigentlich vieles, also das ist ja das meiste. Wer Greenscreen irgendwie uns irgendwo einbauen will, der quasi Narrenfreiheit ist damit gegeben. Oh Gott. Ja. Ich bin gespannt. Also, falls jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, auf Lolo Ferraris Brüste setzen will oder sowas, das ist jetzt quasi möglich. Endlich ist es möglich.
Aber auch das mit der Marsbahn war was, was in dieser Spielsession, in dieser gemeinsamen hochgekommen ist, Ja. weil wir auf dem Mars absolut ahnungslos waren, was wir eigentlich tun müssen. Mir ist irgendwie noch was eingefallen, man muss diese Melodie aufnehmen beim Öffnen der Tür zum Marsgesicht oder ja, Ja. zum Marsgesicht. Man muss aber erstmal im Marsgesicht gewesen sein und wenn man, bevor man im Marsgesicht ist, schon mit der Marsbahn zur Pyramide fährt, kommt man da nicht mehr zurück. Aber man braucht Zack mit dieser riesigen Haarnadel, um überhaupt die Pyramide aufzubekommen. Das heißt, wenn Zack bis dahin noch gar nicht da ist, hat man das Spiel schon verloren. Ja, und das ist halt so ein Ding, weil es gibt auch wirklich keinen guten Grund, warum einen die Macher nicht zurückfahren lassen. Also wenn man mit der Ja. Marsbahn einmal gefahren ist, du kannst halt nicht wieder von der Pyramide zurück. Und es gibt halt, wie ich hier aufzähle, einige Dinge, die du vorher gemacht haben musst, von denen du aber keine Ahnung hast, dass du sie überhaupt tun musst. Also allein das mit dem Marsgesicht, also wie das, dass du dieses Geräusch aufnehmen musst. Ich finde, das Marsgesicht zu öffnen ist schon Ja, sehr ganz genau. skurril, weil du musst ja. Nur für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Es gibt hier auf dem Mars zwei wichtige Orte. Es gibt einmal das Marsgesicht, das ist so eine Art Tempel, und dann gibt es noch die Marspyramide. Und um in den Tempel zu kommen, musst du drei Schalter in der richtigen Reihenfolge betätigen. Und die Reihenfolge lernst du von einem Schamanen in Afrika. Die Genau, irgendwie, der die genau, die vortanzt. tanzen irgendwie, die Afrikaner tanzen dir irgendwie was vor, und aus diesem Tanz musst du die Kombination für den Mars-Tempel ableiten. Und du weißt auch nicht, warum, woher dieser Zusammenhang überhaupt kommt. Du musst einfach dir das so denken, dass es so sein könnte. Was man jetzt hier mit dem Hintergrund gleich sieht, hier wenn wir hier in Seattle sind, hier habe ich den Hintergrund ein bisschen noch abgeändert. Ich fand es halt irgendwie schön, dieses außerirdische Gebilde im Hintergrund zu haben. Und habe da quasi einfach den Berg in den Vordergrund gesetzt, und dann das im Hintergrund ist einfach ein anderes Land. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Das Peru, ist das müsste Peru. da in Okay, Peru ja. sein, wo man dann mit dem Vogel in das Auge fliegen kann und auch irgendwas findet. Umso mehr man über das Spiel redet, umso seltsamer wird, kommt es einem vor. Ja, richtig. Aber ich finde die Komposition trotzdem, die passt sehr Ja, schön. ich fände es halt schade, wenn man das nicht irgendwie noch gesehen hätte, weil ich habe mir, bevor ich überhaupt dem Schnitt richtig angefangen habe, habe ich halt wirklich angefangen, Screens zu bauen, also quasi mir mehrere Screenshots zu machen aus dem Spiel, dann halt immer überall Zack und Figuren rauszuarbeiten, die ich dann nicht brauche im Video, und mir sozusagen dann große Bilder zu machen, durch die man auch laufen kann, dass man die scrollen kann und so weiter. Und da war auch das dabei, und da fand ich es irgendwie schade, wenn man das nicht benutzt hätte. Das gefiel mir einfach besser als der langweilige Originalhintergrund. Ja, genau. Also die Komposition gefällt mir da doch auch ganz gut. Hier Hast du hört man fein jetzt auch gerade im gemacht. Hintergrund das Gechante von das hast du aufgenommen, diesen schönen Chor, den Das ist so Mars-Chor. Pseudolatein. Ja. Also Ar Artes Lucas Gamino, Zack McCracky Super So Ich glaube, und das könnte man deswegen noch mal Rätselosi als Verbinac. könnte man glaube ich noch mal bei Ich weiß. Interesse als Alternative bei Juckpulver noch hochladen, noch mit Hintergrundgesang auf die Melodie. Also, ich habe den Text wieder gefunden. Mansioni Maniac, Räzeloni Verbinac. Und dann Jonas Indianano kommt noch vor. So. Und das war auch eine längere Disko oder eine Diskussion, die wir überhaupt hatten. Zeigen wir überhaupt richtige Spielszenen? Weil eine der Ja. Kritikpunkten an unserem Loom-Video war ja, dass die das Spiel nicht kennen, wissen nicht wirklich, wie das Spiel am Ende aussieht oder wie es funktioniert. Und das hat natürlich hier wieder das Problem, dass man das Spiel eigentlich nie sieht, sondern immer nur uns, wie wir im Spiel sind. Und ich fände, mein Ding war halt, wenn wir halt zwischendurch wie so bei so einer typischen Review immer wieder einfach Spielszenen gezeigt hätten, hätte das ganze Konzept ein bisschen verwässert. Aber hier beim Fazit, wo wir sowieso die vierte Wand dann brechen, Ja. Fand ich es dann nicht schlimm. Und hier fand ich es dann noch ganz interessant, also dass man wirklich dann die Punkte, die wir aufzählen, noch mal ein bisschen optisch unterstützt. Und ich glaube, Das lockert es auch ein bisschen auf, ja. weil sonst sieht man ja uns, wie wir da noch Monolog runterhalten. Und das ist ja nicht so unterhaltsam, wie wenn man dann doch noch ein bisschen was bildlich dazu Und ich hat. konnte hier noch ein paar Szenen einbauen, die man halt sonst irgendwie, die wir sonst nicht gezeigt hätten oder so, oder Ja, genau. Schauplätze. Zum Beispiel eben Afrika hat man gerade gesehen. Solche Sachen. Weil Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber man kann in dem Spiel um die Welt ja, reisen. eben. Das finde ich ja, das ist ja auch Ja. eine, das macht es ja auch eigentlich zu einem der großen Richtig. Adventure-Meilensteine, würde man fast sagen. Und ja, ich finde auch die beiden Fazits, die wir ziehen, finde ich, gibt das schon ganz gut wieder, die unterschiedlichen Standpunkte, die man zu dem Spiel haben kann. Man darf es nicht, oder man sollte es zumindest nicht zu so einem wirklich riesen, sag ich mal, das ist einer der großen Meilensteine verklären, aber es gibt Ja. durchaus Punkte, die man anführen kann für und gegen Zack McCracken. Ich glaube auch, dass wir da jetzt den gleichen Effekt hatten oder einen ähnlichen Effekt, wie wir es bei Loom hatten. Dass nach dem Loom-Video habe ich gemerkt, na, so geil ist Loom gar nicht. Es hat doch deutliche Schwächen, und dass du aber auch gemerkt hast, naja, es ist nicht einfach nur schlecht, sondern es hat doch einen gewissen Inhalt. Und dass du jetzt schon selber gemerkt hast, naja, es hat seine Schwächen, aber ich gebe ganz offen zu, ich hatte danach schon wieder Bock, mir das Spiel nochmal anzugucken.
doch auch nochmal versuchen, ob ich da durchkäme So, nochmal. so in etwa, ja. Bei Lumas, so, dass ich das als Kind wirklich überhaupt nicht mochte, das Spiel. Ich fand den Anfang doof. Ich finde den Anfang nach wie vor schwierig bei Loom, dort irgendwie Ja, der reinzukommen. zieht sich. Na, auch weil du halt nicht, weil du einfach so ins kalte Wasser geworfen wirst, weil du brauchst ja die Vorgeschichte mit dem Hörspiel. Und Das gab auch viele ja, Outtakes. also ich empfehle auch nochmal das alte Outtake-Video zu unserem letzten, Ja. unserem Projekt zu Loom. Und ja, das sehe ich nach wie vor kritisch, aber ich habe dann auch gesehen, wenn du erstmal richtig drin bist bei Loom, was das eigentlich für ein wirklich schönes und tolles und originelles Spiel ist. Ja. Und hier ist es so, dass Zack McCracken ist mega frustrierend, aber steckt halt auch einfach viel drin, was irgendwie trotzdem Lust macht drauf. Also eben dadurch, was ich immer sage, dass man um die Welt reisen kann, das macht es halt wirklich sehr abwechslungsreich. Es Ja, ist halt nur richtig. seltsam, wie die Schauplätze mitunter dargestellt werden. Das ist ja mit Mexico City ist ein Dschungel und so weiter. Ein bisschen schon. Ja, gut, wobei, also wenn man in Kathmandu landet, dann ist man auch nicht direkt in so einem Dorf mit Jagd. Ich glaube, Kathmandu ist auch eine Großstadt eigentlich. Insofern, die müssen natürlich die Klischees zeigen und müssen es unterhaltsam machen. Das ist jetzt auch nicht eine Kritik, die ich an dem Spiel habe. Das haben wir jetzt natürlich so in diesem Video so dargestellt, dass ich natürlich an alles Ja. hinnörgel. Oder auch, ich meine, man hätte es wirklich weitertreiben können. Ich meine, wenn du nach London reist, dann bist du eigentlich nur bei Stonehenge. Ja, ganz genau. Und Stonehenge, das ist ewig weit weg von London. Das ist ja im Grunde dasselbe. Gut, ich würde So. sagen, damit haben wir eigentlich soweit alles abgedeckt. Ja, also ich muss sagen, ich hatte wirklich nochmal Riesenspaß an dem Projekt. Das ist halt wirklich immer so eine Sache, das kann man nicht dauernd machen. Also es kamen ja auch ein paar Kommentare, hey, gerne öfter sowas. Aber ich finde, sowas muss man sich schon für besondere Gelegenheiten aufsparen. Ja, es ist einmal logistisch so, wir wohnen leider an entgegengesetzten Orten Deutschlands. Ich war jetzt geschäftlich, war ich ja bei dir in der Nähe sowieso und dann konnte ich einfach wunderbar noch so einen Tag dranhängen, wo ich jetzt auch sagte, hat sich total gelohnt, nicht nur weil ich das Ergebnis sehr, sehr toll finde, sondern weil es auch echt richtig Spaß gemacht hat, das so zusammenzubauen und so entstehen zu lassen. Aber auf der anderen Seite sehe ich es genauso wie du. Wenn wir das einfach zu oft machen würden oder jetzt sagen, okay, jetzt gehen wir Monkey Island an und machen da auch irgend so ein Video drüber, da haben wir, glaube ich, nicht so eine großartig abweichende Meinung und so viel Material, dass da ein gutes Video entstehen könnte. Und beim Zack McCracken kann man ja fast schon sagen, das hat sich jetzt über 6 Jahre aufgestaut. Das war einfach mal Zeit, dass sich das irgendwie Ja. entlädt. Wobei ich wäre gar nicht traurig gewesen, wenn es niemals ein Zack McCracken-Video gegeben hätte, aber ich fand den Running Gag als Gag einfach lustig genug, dass es sich so trägt und ich finde, also ich hätte es jetzt nicht so dringend gebraucht, aber dadurch, dass es sich einfach so schön ergeben hat, dass du jetzt sowieso da Ja. warst, haben wir gesagt, okay, komm, machen wir es jetzt einfach, wir machen jetzt was zu Zack McCracken. Und es war auch einfach mal schön, da was komplett anderes zu machen. Und ich, ja, keine Ahnung, ich finde sowas, es gibt auch kein anderes Video zu Zack McCracken in der Art, würde ich jetzt behaupten. Also nicht nur von der Machart her, sondern eben auch, dass es von zwei so sehr unterschiedlichen Seiten das Ganze beleuchtet. Ich fand, Loom ist ja immer sonst das Spiel, was so stark in der Kritik steht. Habe ich auch wirklich wieder in den Kommentaren gemerkt mitunter. Echt? Gab es da Kritik über Es Loom gab oder? mal wieder noch was dann so wie von wegen, hey, nee, Loom war doch der Ausreißer und so weiter. Aber Zack McCracken ist halt auch wirklich irgendwie ein eigenartiges Spiel, das muss man so dazu sagen. Ich finde, von Ja. den ganzen LucasArts-Spielen sind schon Zack McCracken und Loom beide die mega Ausreißer. Weil die beiden, die kannst du wirklich mit den anderen nur sehr schwer vergleichen, weil du könntest sagen, Fate of Atlantis und Monkey Island sind zwei sehr, sehr gute Spiele, aber wenn du das eine kennst, wirst du auch in das andere locker reinkommen. Also. Ja, aber auch Monkey Island hätte genauso gut das komische Spiel werden können. Es war dann eben, oder da hat es eben gepasst, oder da war es ein bisschen stimmiger. Aber bis Monkey Island oder Loom hin hat LucasArts ja natürlich auch noch rumexperimentiert. Die konnten bei Zack McCracken ja noch gar nicht wissen, wie wird das Genre sich so auf lange Sicht definieren. Und zu Zeiten von Fate of Atlantis war eigentlich schon klar, was macht so ein gutes Adventure aus. Und dann kam zum Glück einfach noch eine gute Story dazu und gute, coole Charaktere. Und das war bei Zack McCracken einfach noch nicht der Fall. Die haben auf Maniac Mansion aufgesetzt und konnten sich überlegen, was machen wir jetzt da draus? Wie kommen wir da jetzt weiter? Wir sagen es ja, glaube ich, auch irgendwo im Video immer wieder, dass die Macher da noch mal einen draufsetzen wollten. Und wie schafft man das? Naja, es ist jetzt nicht ein Haus, sondern es ist die ganze Welt. Es sind nicht nur drei Charaktere, es sind vier Charaktere. Also man hat einfach nur versucht, einen draufzusetzen und nicht sich Gedanken gemacht, okay, wie entwickeln wir jetzt das Genre vielleicht weiter? Deswegen ist es vielleicht so, dass es ein bisschen der Außenseiter ist noch. Ja, es ist halt wirklich so ein seltsamer Übergang zwischen Manic Mansion und dann, weil Monkey Island hat dann ja schon so klar gemacht, so, also das ist so am ehesten das, was man, wenn man jetzt an klassische LucasArts Adventure denkt, dann denkt man an so die Formel, die Monkey Island geprägt hat im Wesentlichen.
Ja, ein bisschen linearer, ein bisschen Genau, alt und storygetriebener. auch du kannst nicht mehr sterben, du hast keine Sackgassen mehr. Das sind ja dann so wirklich alles auch Markenzeichen von LucasArts gewesen. Während, Wobei man kann sterben in Monkey Island. ja, wenn man sich viel Mühe gibt, kann man sterben in Monkey Island, das Ja. stimmt. Aber das ist ja auch mehr einfach nur ein Joke gewesen im Grunde, aber Ja, ein Easter Egg darüber macht sich eigentlich. auch Monkey Island 3 ja lustig. Das ist ja eine Sache, die zum Beispiel, wo wir dann Sierra zum Beispiel in die ganz entgegengesetzte Richtung gesteuert ist. Nee, wir machen das noch extra kacke im Sinne von für den Spieler mit Sackgassen und unlogische Rätsel und so weiter. Aber es hat auch seine Und wir Fans. verspotten Ja. ihn. Und LucasArts, Zack McCracken ist so dieser seltsame Übergang dahin, was dann LucasArts später tatsächlich wurde. Bei Manic Mansion war so, okay, das hat quasi überhaupt. Das hat LucasArts als, sag ich mal, Player im Adventure-Bereich überhaupt erstmal Ja. etabliert. Aber das, was dann LucasArts eigentlich ausgemacht hat, das kam mit Monkey Island. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Meilensteinen, liegt halt irgendwie Zack McCracken dazwischen. Und deswegen ist es eigentlich auch ein schönes Thema, über das man einfach mal diskutieren kann. Weshalb es sich für mich auch gelohnt hat, so ein ausschweifendes Video darüber zu machen. Ja, diskutiert haben wir, glaube ich, nicht so richtig drüber. Also das Video, das ist natürlich so ein bisschen eine kleine Diskussion, aber auf jeden Fall, was wir da gesagt haben, das soll zu Diskussionen in der Gesellschaft anregen. Natürlich, wir haben ja auch einen Auftrag von der Gesellschaft damit. Eben, ein Bildungsauftrag und ich hoffe, dass, ja, dass es doch so ein bisschen was hinterlässt und dass die Leute vielleicht dann auch mal so ein altes Spiel sich mit dem im Hintergrund anschauen und denken, ja, ist es vielleicht doch besser, als ich mich erinnere, oder ist es vielleicht doch schlechter, als ich mich erinnere? Man kann so ein Spiel tatsächlich auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen angehen. Du kannst sagen, ich beurteile es einfach, ich spiele es jetzt und beurteile es danach, wie es jetzt mit meinem heutigen Wissensstand als heutiger moderner Spieler damit geht. Oder ich versuche es irgendwie in den Kontext von damals einzuordnen. Und ich glaube, der Ja, richtige richtig. Weg ist wirklich mal versuchen, beide Aspekte zu betrachten. Weil würde Zack McCracken, so wie es ist, heute rauskommen, meinetwegen irgendwie als Indie-Spiel auf Steam oder sowas, das würde kein Mensch anfassen, so wie es ist. Also dafür ist es viel zu sperrig. Ja, entweder das oder es würde dann ganz bewusst angefasst werden, weil man sagen, ey, es ist so ein bisschen wie Maniac Mansion oder zum Beispiel sowas wie Thimbleweed Park hat ja auch super funktioniert, wobei das leichter war. Da Dass merkt man man vielleicht sagt, so ein bei Thimbleweed Park schwieriges. merkst du halt schon die modernen Einflüsse einfach. Ja, genau. Was ja auch richtig ist. Ich sehe auch nicht ein, warum man alte Fehler wiederholen muss. Aber ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, würde jetzt ein Thimbleweed Park funktionieren mit noch mehr Charakteren, als es ohnehin schon hat. Plus, man kann durch die Welt reisen, anstatt dass man nur in einer Stadt ist. Und ich glaube, da wäre es dann schon wieder, ach, dass da nicht zu viel des Guten ist. Ja, also. Ich würde jetzt jedenfalls insgesamt mal als Fazit ziehen. Zack McCracken ist jetzt einfach mal als Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir den Running Gag so nochmal fortsetzen müssen. Vielleicht kann man es mal hin und wieder erwähnen, aber für mich ist das Thema Zack McCracken jetzt eigentlich abgearbeitet. Ja, vielleicht hat es den Running Gag auch weiterentwickelt. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn jetzt noch mal irgendeine Anspielung käme, dann wäre die ja nicht komplett deplatziert, weil man dann sagen würde, ja, warum machst du das jetzt? Ihr habt das doch Ja, geklärt. na. Ich glaube eher im Gegenteil. Das hat so die Legacy weitergebildet. Die Origin Story noch Ja, aus dem weiter. Running Gag wurde eine Ja. Legende, ein Mythos. Ja, und ich denke, das ist auch eines der Videos, die ich ohnehin noch irgendwie gerne mal noch machen wollte. Das war so, ich glaube, wenn dieser Running Gag nicht entstanden wäre, hätte ich, glaube ich, nie was zu Zack McCracken gemacht. Da hätte ich, glaube ich, ich alleine hätte, glaube ich, nicht genug darüber zu erzählen gehabt. Aber so, dass man halt zu zweit das Ganze beleuchtet, das hat es dann eigentlich erst wertvoll für mich Ja, gemacht. richtig. Also auf jeden Fall für mich so von den Videoarbeiten, die ich bisher für YouTube gemacht habe, eins, womit ich jetzt am meisten verbinde, weil es auch einfach echt Spaß gemacht hat, da mit dir zusammen das Ding so entstehen zu lassen. Ah, das freut mich. Das geht runter wie Rizinusöl. Gut, in Pfui. diesem Sinne, denke ich, wir haben jetzt auch genug gelabert. Wir sind jetzt schon Ja. wieder bei einer Dreiviertelstunde, wieder fast doppelt so lang wie das ursprüngliche Video. Quasi, was ja quasi auch jetzt dann parallel zu Loom und zu unserem Loom-Projekt ist, wo wir ja auch Video-Outtakes oder einen doppelt so langen Audiokommentar. Haben wir Jo. jetzt auch wieder Video-Outtakes und doppelt so langen Audiokommentar. In diesem Sinne danke ich dir für deine Zeit und deine Kooperation, war ein tolles Projekt. Ich danke dir für deine Zeit und deine Schnittzeit und deine Kooperation. Vielen Dank. Auf bald! Auf bald dann. Tschüss. Zup.